Moin, ihr Füchse da draußen und willkommen zurück hier im Fuchsbau. Ich bin euer Blaufuchs und begrüße euch wieder recht herzlich zurück zu Bayonetta. Ich weiß nicht mehr so genau, was im letzten Kapitel passiert ist, weil es schon wieder eine Woche her ist. Deswegen starten wir einfach sofort mit Kapitel 3, Verbrannte Erde, und schauen mal, was passiert. Nach so einer Woche muss ich auch erstmal wieder in die Steuerung eingewöhnen. Also das war Schießen, dann hatten wir einmal Normal hauen, dann hatten wir Stark hauen und hier war Ausweichen. Das war's auch schon. Mehr gab's da nicht zu beachten. Oh, siehst du, schon wieder drinnen, ne? Läuft. Alles klar. So, mal gucken. Ich weiß nicht mehr, was los war, aber kriegen wir schon hin. Ah ja, klar, wir sind durch die Stadt gelaufen. Ich erinnere mich wieder. If I was your child, I'd be an awfully ugly witch, wouldn't I? Ja, genau. A face only a mother could love, and one I could never forget. If only I could remember where from. Sie nimmt ja nicht so wirklich ein Blatt vom Mund, ne? Was zur Hölle? Oh, Schnauze jetzt, ne? You're in no position to decide that. See, my infernal partners love my ability to eliminate your kind. I figure your sacrifice would shut them up for a while. Feige Sau, ey. Wegteleportiert. Sieht nach Lava aus. Wir sollten uns mal wieder bewegen. Oh. Nee, insgesamt die Stadt zerfällt einfach nur. Ja gut, warum auch nicht, ne? Meine Güte. Ein bisschen umgestalten nennt man das. Alles klar, so. Schauen wir uns erstmal wieder brav um. Oh, ich darf da nicht weg. Toll. Oh. Tonk, jetzt fällt mal einen rein hier, so. Gleich mal die Leiste leer machen und loslegen. Ah, die sind irgendwie mit so einem, die sind irgendwie mit einem Panzer versehen, deswegen kriegen wir die nicht kaputt. Wahrscheinlich brauchen wir Hexenzeit. Ah, guckt euch das an. Ich verstehe. Also die haben so einen Panzer, der die schützt und wir können den nur in Hexenzeit durchdringen. Also müssen wir uns hauen lassen. Na gut. Oder man haut von hinten. Das scheint auch so zu funktionieren. Da siehst du. Ne? Mein Gott. Man muss es ja nicht zu kompliziert machen. Zong. Alles klar. So. Minus 200 Schaden. Naja, immer noch Platin. Aber gut, wir erinnern uns daran, dass wir auf dem Null-Schwierigkeitsgrad spielen. Wer hier also nachher dann irgendwelche extremen Herausforderungen sucht, in diesem Spiel wird sie bekommen, indem man einfach den Ich-bin-bekloppt-Schwierigkeitsgrad anstellt. Und schon geht's los. So, was haben wir denn hier? Ein Auto, das wir hochheben können. Ja, und tschüss, ne? Bringt uns auch nicht weiter. Muss ich immer so ein bisschen umsehen, ne? Das ist auf jeden Fall wichtig. Was haben wir denn hier drinne? Kleines Kistchen. Ja, und eine Bullet für dieses wunderbare Angel Attack. Ja, ausgezeichnet. So, hier ist noch eine... Ihr kennt ja noch unsere Mission. Keine Bank kommt lebend davon. So, ansonsten scheint hier aber soweit erstmal, außer hier noch ein bisschen Heiligenschein, ist hier, glaube ich, nicht mehr allzu viel. Ich habe bestimmt irgendwelche Kisten übersehen. Hier sind auf jeden Fall noch Festers. Lass uns aber nochmal da hinten in die Ecke gucken, ob da nicht noch irgendwas versteckt ist. Das würde sich ja irgendwie extrem anbieten, aber das scheint nichts zu sein. Ja, auch so eine Bank, ne? Wie wir ja wissen. Okay. Guti, dann können wir jetzt weitergehen. Da scheint jetzt ja nichts mehr zu sein. Dann gehen wir gemütlich... Oh, what the fuck? Weiter durch die Stadt, bevor wir sterben. Ist jetzt was runtergefallen? Nö, aber... Alles klar. Okay, weiter geht's. Sieht ja gerade sehr einladend aus. Was ist hier los? Kommt da diesmal wieder eine Straßenbahn lang gepaced? Nee, diesmal... Ah, okay. Diesmal kommt Lava. Mein Gott, ne?
Soll ja nicht langweilig werden. Hallo? Du weißt ja, ich... Oh, scheiße. Lass mich doch mal durch da. Ich hab Bock auf dich. Kannst dich alleine mit der Lava beschäftigen, du. Ich verpiss mich. Au, was ist denn hier los? Also bloß, ich muss euch echt kaputt machen. Das ist neu. Oh, Kacke. Das kommt unerwartet. Oh Gott. Wir werden sterben. So, jetzt aber hier. Jetzt kriegt er so viel Damage von dem Typen. Ich glaube nicht, dass wir den kaputt machen sollen. Normalerweise flüchtet man doch einfach. Das war die Mission. Irgendwas ist schiefgelaufen. Also, ich habe mir schon gedacht, dass wir den nicht umbringen sollen. Weil dafür ist gar keine Zeit. Ja? So. Wo sind wir jetzt? Flüchten wir noch weiter von der Lava oder beruhigt sich das? Ich glaube, es beruhigt sich nicht. Moin, was bist du denn für ein Ding? Ist immer schlecht, wenn ein Gegner schon ein Crosshair an sich dran gebaut hat, ne? Fairness. Alles klar. Moin. Moin, Fair. Oh, Kacke. Man merke sich, ne? Kratz dich nie, während du gegen Fairness kämpfst. Oh. Wie unangenehm. Bisschen Button smashen hier. Ja, das ging doch relativ schnell, ne? Da war zum Glück wenigstens die Leiste voll. Aber da scheint noch mehr zu kommen. Jetzt würde sie hier schon mal küssen. Jetzt küsst sie. 100%ig. So. Okay, gib mir mal diese Platte. Silber nur. Ja gut, wir haben uns am Anfang treffen lassen. Man darf, wenn ein Kampf beginnt, Fantasie impromptu. Das Stück einer goldenen LP der Engelshymne. Sie wurde sauber in der Mitte geteilt. Okay, das heißt, da fehlt uns noch die zweite Hälfte. Da kriegen wir nicht direkt gleich sofort was. Schade aber auch, ne? LPs bedeuten immer neue Waffen. So, was haben wir denn hier in einem Kistchen? Bam! Bisschen Zeug. Wir haben auch noch nichts gecraftet. An Heil-Items haben wir bis jetzt aber auch noch nicht gebraucht. Warten wir mal noch, ne? Solange. Also ich zeige euch auf jeden Fall das Crafting-Menü noch, was man da so machen kann. Ihr könnt halt diese Lutscher machen. Zum Heilen. Ne? Und dann gibt es auch so Status-Tauschteile, dass ihr sagt, okay, ich kann. Krieg keine Hexenzeit mehr. Dafür füllt sich dann automatisch meine Magie schneller auf und was weiß ich was, ne? Gibt es auch so ein paar Tränke, die das dann beeinflussen. Und Items, die man kaufen kann im Shop. So. Gib mir den gebackenen Gecko. Aha. So, was ist hier los? Ich sehe schon wieder hier zwei so eine Figürchen. Da weißt du schon wieder Bescheid. Aber da geht es anscheinend nicht lang. Wow. Oder man muss natürlich sehr schnell sein, um durch diese Lava-Fontäne durchzukommen. Wird sich noch zeigen. Wir gehen einmal gerade wieder nach da unten gucken, ob da nicht noch irgendwas ist. Abgesehen von den zwei Töpfen zum Zerschießen. Fass, ne? Sonst haben wir hier aber nichts. Okay, muss ich erstmal an die Kamera gewöhnen. Die ist sehr empfindlich. Ne? Ich spiele momentan sehr viel Brutal Legends. Da ist das alles etwas anders. So, Leute, dann lasst uns doch mal. Okay, und los, los, los. Wo ist der Blitz? Wo ist der Blitz? Wo ist der Blitz? Wow! Das war's mit Hexenzeit. Oh, das hat auch nicht funktioniert. Nochmal. So, jetzt aber. Na siehst du, da sind wir durchgekommen. Oh. Moin. Oh. Da verbissen die sich selbst von allein. Oh nein. Feige Drecksau. Na gut, hinterher. Oh, das ist natürlich auch mal nicht schlecht. Ah ja klar, wir haben wieder Mondlicht, das heißt wir können an der Wand langlaufen. Okay, das ist natürlich auch angenehmer, als hier unten mit der Lava rumzuschlagen. Also, machen wir einen kleinen Wandspaziergang. Moin, hallo. War nicht den, ich wollte den anderen. Na egal. Oh, das ist neu. Das hatten wir, glaube ich, noch gar nicht. Ah, ausweichen, ausweichen.
Mit euren eigenen Waffen prügelt sich's besser. So. Okay, hier müssen wir jetzt wohl einmal kurzzeitig die Häuserwand verlassen. Kann ich das Schild kaputt machen? Nee. Oh doch, hundertprozentig. Aber wobei darf ich da trotzdem nicht dran. Alles klar. Dann verlassen wir einmal wieder kurz die Wand und dann direkt wieder ran. Das ist doch witzig, ey. Oh, was ist da los? Okay, mal sehen, ob wir da mit Doppelsprung langkommen, ne? Wow. Okay, dann da unten lang. Nicht zu nah an die Lava. Wir wollen uns ja nicht die Frisur versauen. Eieiei, ey. Läufst du die Häuserwände entlang, während unter dir kochende Lava brodelt und die Häuser wegsprengt. Oh, das nennen wir mal wieder Zeitdruck, ne? Okay, wir müssen da runter. Wow, 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 wow. Dann da entlang. Kletter mal hier einfach ein bisschen den Turm hoch. Oh, scheiße. Kein Bonus, ich war wieder zu langsam mit meinem Y drücken. Das nennt man mal einen etwas aufregenden Spaziergang durch die Stadt, ne? So, ein Buch. Das kann man wieder, damit kann ich meine Lesemuskeln mal wieder trainieren. About the Umbridge's too. Details, wollen wir mal gucken. Was gibt's denn Neues? Also, die Umbra-Hexen, Wächter über die dunklen Mächte. Ihre Disziplin manifestiert sich auf verschiedenste Weise. Atmung, Bewegung in der Medizin. Ab dem Mittelalter kamen Taktiken zum Einsatz, mit denen das Bedienen schwerer Waffen trainiert wurde. Ja, das erklärt, warum sie irgendwelche riesigen Äxte in die Hand nehmen kann, die einfach mal 20 mal so groß sind wie sie selber und die schrumpfen dann, ne? Dies alles mündet in einem Lehrplan, dessen Gesamtumfang und Tiefe nunmehr schwer zu rekonstruieren sind. Das Training sollte Körper wie Seele stehlen, jede Hexe so vorbereiten, dass sie die Härte der magischen Künste verkraftet und schließlich das Interagieren mit anderen Bewohnern der magischen Sphären ermöglichen. Diese Eigenschaft nimmt in der Magie eine zentrale Stellung ein. Am besten werden diese Bewohner der magischen Sphären mit dem verglichen, was sich die meisten Laien unter dem Wort Dämon vorstellen. Der Erwerb dämonenhafter Kräfte, wahrscheinlich war dies ein Grund, weshalb jene Frauen ein solch trauriges Schicksal erdulden mussten, ein Dasein im Schatten der Geschichte. Im Fall der magischen Künste habe ich keine weiteren Ansätze gefunden, nachdem der Hexenclan nun schon so lange ausgelöscht und in Vergessenheit geraten ist. Verabscheuen die Stadtbewohner jeden Gedanken daran aufs Äußerste, Anspielungen darauf sind tabu. Und doch, der Schlüssel zu den Hexengeheimnissen ist hier. In Vigrid setzt der Mann, den man für den Inbegriff des Gläubigen hält, seine Suche nach den verbliebenen Hexen fort. Sind sie von denen alle glaubten, sie seien vom Erdboden getilgt, tatsächlich noch unter uns? Wie hätten sie so lange überlebt? Was tun sie nun und wo sind sie? Nach langem Suchen bin ich auf die Überreste eines Dokumentes gestoßen, das Hinweis auf ein weiteres grundlegendes Prinzip der magischen Künste bietet. Vieles kann ich nicht lesen, doch es scheint eine Kampfkunst zu beschreiben, nämlich das Super-Ausweichen. Aha, alles mit Super vorne dran ist sowieso genial, ne? Ich hoffe inständig, dass dies jemand von Nutzen sein wird. Aus diesem Grund habe ich die Information dieser Aufzeichnung beigelegt. Super-Ausweichen, ausgezeichnet. Super-Ausweichen. Weiche mit ZR einem Angriff aus, während du eine Angriffstaste hältst. So unterbrichst du die aktuelle Combo und kannst sie später fortsetzen. Oh, warte, jetzt ist weg. Muss ich das erst einstellen oder ist das sowieso aktiv? Wir wissen es nicht. Aber cool. Also man kriegt Dinge, wenn man diese Bücher liest. Wer die Bücher nicht liest, bekommt auch kein Super-Ausweichen. Das ist ja mal fies, ne? Also wer nicht brav irgendwelche Bücher liest, kriegt auch nichts. Ach kacke, ich muss da direkt wieder ausweichen. Moin. Oh, du hast diesmal so deinen Freund mitgebracht. Ist ja niedlich, ne? Ihr seid schon zwei Süße. So. Au. I've had enough. Oh, oh. Ausweichen. So, jetzt aber. Bam, 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 bam.
Oh Gott, das ist ja Button Smashen hier. Ja, tschüss, ne? Nummer 1 ist damit erledigt. Man konnte auch irgendwie auch Gegner anvisieren. Oh, so ging's nicht. Hättest du wohl gern, warte, du fieses Vieh. Na, wer fliegt denn da einmal quer durch den Screen? Oh, ausweichen? Nee. Das wird mal schön sein. Zu Tode geschossen. So. Daran verbrauchen wir ja auch keinen weiteren Folterangriff hier. Das ging auch so. Oh oh, was ist jetzt los? Ich dachte, wäre vorbei. Oder kommt einfach mal wieder Lava. Was geht hier jetzt schon wieder ab? Megatonnen, was Bescheid. Also sie hat sich ein Loch durch die Feuerwand geschossen. Ich verstehe. Jetzt habe ich gar keine Zeit, den Screen abzusuchen nach Dingen. Das ist nicht nett, ne? Da fehlt mir eine gewisse Befriedigung. So, leicht, leicht, schwer, schwer. Pause, leicht. Oh, leicht, leicht, schwer, schwer. Leute, was ist da los? Der Akku von meinem Controller geht langsam leer. So, wo sind wir denn jetzt? Das sieht ja sehr unterirdisch aus hier. Sehr, sehr höhlenmäßig, aber gut. Auch kein Problem. Gehen wir mal gemütlich durch. Oh. Ach, ihr seid Gegner. Ich dachte, das wären einfach nur... Wow, wow, wow. Au, Hacke. In die Lava ausgewichen. Ach, komm hier. Bei eurer Feuerkacke habe ich keinen Bock. Da nutze ich dann auch mal gern meine Folterangriffe. Ey. Gib mir das. Von den Geräuschen her erinnert das manchmal so ein bisschen an Duke Nukem 3D damals. Diese großen schleimigen Kugelfiecher, die im ersten Level in der Kanalisation lebt, eins von den Dingern. Die machen auch so eine Geräusche, wenn man auf sie drauf schießt. Bitte. So viel Lava. Oh, fuck off. Und ich laufe auch noch rein, ne? Mir ist halt immer kalt. Hui. Oh, scheiße. Naja, fast. Oh, Kamera, du musst dich an mich heften, ne? Okay, 12.000, damit kriegen wir in unserem coolen Shop bei ihm da auch nichts gekauft. Lohnt sich also nicht. Können wir direkt hier weitergehen? Oh. Vigrid, Katakomben. Da habe ich fast gedacht, ne? Sah so ein bisschen katakombisch auch aus. Und da hinten ist erstmal wieder was zum Lesen für uns, ne? Erstmal wieder ein bisschen Bildung, bevor es weiter mit Hauen geht. Was gibt's denn hier Neues? Tonk. Notes on the Topic of Magic 3. Ja, zeig mal an, ne? Was hat er denn noch über Magie aufgeschrieben, der gute Mensch? Die magischen Künste der Umbra, ihre wahre Bedeutung, versteht man am besten damit, wie die Hexen jede Magie einsetzen, nämlich in direktem Kontakt mit den Dämonen im Inferno. Es heißt, diese Hexen haben ein strenges Training hinter sich, um die verschiedenen Techniken zu meistern. Allerdings ist die Wahrheit ein wenig von der Tatsache gefärbt, dass Menschen von den Hexen ins Staunen versetzt und Hexen in hohem Maße verehrt wurden. Der wahre Grund für ihre Begabung lag bloß in ihrer Fähigkeit, die unfassbar starken Dämonenenergie nach ihrem Willen und ohne Behinderung einzusetzen. Der direkte Kontakt der Hexen bestand darin, dass sie im dunklen Herzen von Inferno die dort lebenden Biester herbeiriefen und diese ihnen ihr unglaubliche Zaubermächte und destruktive Kräfte übermittelten. Die in Kontakt mit diesen Dämonen stehenden Hexen konnten weitaus größere Macht üben als gewöhnliche Sterbliche. Umso viel größer, dass mancher diese Kräfte sogar als aggressiv oder brutal beschreiben würde. Diese Kräften war es zu verdanken, dass die Hexen über solch formidable Kampfkünste verfügten. Aus der Sicht der Vigrida-Religion war die Interaktion derjenigen in der menschlichen Welt mit den anderen Sphären unglaublich schwierig, die Interaktion vor allen Dingen auch, unglaublich schwierig, wie auch die Bewohner von Inferno es für praktisch unmöglich erachteten, sich in der menschlichen Welt zu manifestieren. Okay, aus diesem Grund benötigten Hexen eine Art Katalysator, um die Dämonen in die menschliche Welt heraufzubeschwören. Durch dieses Medium soll die Energie kanalisiert werden. Das von Hexen meist benutzte Medium waren ihre Haare.
Ach, deswegen holt sie ihre Viecher immer durch die Haare. Also sie klappt ja dann so ihre Haare auf und daraus werden dann irgendwelche Monster, weil die sonst gar keinen Schaden in der echten Welt anrichten können. Die werden also über die Haare von Bayonetta manifestiert. Ist ja auch witzig. Es ist bekannt, dass Haare in der Magiekunst verschiedenste Anwendungen finden. Wenn die Hexen ihr Haar einsetzen, sprachen sie von den sogenannten Hexenflechten. Man sagt, dass diese Hexenflechten nicht nur zum Beschwören von Dämonen, sondern auch für magische Gegenstände und das Bilden der Hexenkluft eingesetzt wurden. Ich möchte an dieser Stelle gern kurz auf die Verzweiflung dieser Frauen eingehen. Um die ihnen gewährten unfassbaren Kräfte überhaupt erlangen zu können, wurden sie gezwungen, ihre Seelen den Dämonen im Inferno zu überlassen. Innerhalb der Dreifaltigkeit, Wirklichkeit, in der dreifaltigen Wirklichkeit, so der Glaube, wird die Seele generell in einem immerwährenden Kreislauf von Geburt, Tod und Wiedergeburt zum Himmel geschickt. Den Hexen war dieses Schicksal nicht vergönnt. Sie erwarten nur eins: Tod, gefolgt von endlosen Qualen im Inferno. Sobald jemand den Weg der magischen Künste eingeschlagen hatte, kam die düstere Erkenntnis, dass man diesen Weg nie mehr würde zurückgehen können. Gott, ist der Text lang! Trotz dieser Tatsachen wurden diese Laufbahn von einem nicht enden wollenden Stromgläubiger eingeschlagen. Wie genau diese Frauen Herz, Sinn und Vorstellungsvermögen so vieler für sich gewinnen konnten, bleibt unklar. Okay, der Part ist dann hiermit auch erstmal vorbei. Es hat nämlich gerade eigentlich gekreten und mein Handyton ist aus. Deswegen breaken wir jetzt hier erstmal. Ich bedanke mich bei euch wie immer fürs Zusehen. Ich hoffe, ihr hattet soweit ein bisschen Spaß. Wenn euch das Ganze gefallen oder nicht gefallen hat, lasst entsprechende Däumlein da. Kommentare und Feedback natürlich wie immer gerne unter Video posten. Und ansonsten schreiben wir dann gleich im nächsten Part weiter durch die Katakomben. Bis dahin erstmal viel Spaß beim Zocken. Tschüss, euer Blaufuchs.